Jetzt sind wir für am Anfang vom Video sind wir da. Und nachher gehen wir hindern, dass wir sehen, was wir machen. Das ja, schau, jetzt kommst du immer. Also, bist du ready? Ja. Also. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simona und mir. Guten Morgen. Wenn ihr euch wundert, Simona sieht ohne Brille nichts. Und dann ist sie ein bisschen umeinander führen. Wir machen das Locken-Tutorial für euch heute. Und wir starten gerade, oder? Also, was wir brauchen, ist ein Kamm oder ein Strähl. Je nachdem, ob ihr viel Haar habt oder wenig. Weniger Haar ein Strähl, viel Haar eine Bürste. Das ist ein Strähl. Und das ist eine Bürste, oder? Ja, genau. Gut, also. Ich habe nicht so viel Haar, darum nehme ich das. Du hast viel Haar, du nimmst das. Dann, was ist die wichtigste Voraussetzung? Wir haben jetzt eigentlich die Haare nur mit Shampoo gewaschen. Ja, ein gutes Shampoo, am besten ein Locken-Shampoo, kein Conditioner und dann nass strählen. Wieso kein Conditioner? Weil es die Haare einfach extrem fein macht und dann die Locken nicht so gute Sprungkraft bekommen. Ja. Was man vielleicht noch schnell muss sagen ist, wir sind beides keine Experten. Das ist einfach reine Locken-Erfahrung. Ich bin ja da auch noch ein bisschen am Lernen. Genau, gut, also jetzt du musst flötschnass wie sind, du musst durchstrählen, oder? Genau. Kopf vorne runter. Ganz genau. Wenn ihr nicht mehr so nasse Haare habt, müsst ihr unbedingt den Strähl noch mal nass machen. He? Gut. Jetzt musst du dahinter. Gut. Also, Kopf über. He? Weißt du, wieso wir das Kopf über machen? Ja, weil dann halt einfach alle Haare vom, also weißt, vom Anfang an erreichst. Ja. Und dann die Locken schön von der Kopfhaut her anfangen sich zu drehen. Okay. Das ist meine Philosophie, gell? Okay. Und ich muss sagen, ich finde es immer einfacher, wenn man zuerst unten anfängt und sich anschafft. Mit dem Strähl. Aber ich glaube nicht, dass es darauf ankommt. Darf es keinen Knopf mehr haben, oder? Sollte nicht, nein. Gut. Hast du gestrählt? Ja, ich bin so weit. Und ihr seht das vielleicht, die Haartropfen voll. He? Okay. Weg. Dann. Also, dann ganz nah vom Kopf vorne beim Ansatz anfangen, so eine Wurst reinzudrehen. Ist egal auf welche Seite. Ja. Ich zeige es etwas näher. Seht ihr das? So. He? Und zum Beispiel bei mir dreht es jetzt da unten schon eine Locke und die möglichst so weiter rein drehen. Der Boden ist flötschnass. Egal, das und dann die Haie, nicht wie sie sie jetzt macht, über den Boden ausdrücken, sondern über dem Lavabo. Gut, also das würden wir schnell über dem Lavabo ausdrücken. Mhm. Gut. Du hast schon wieder losgelassen. Ja. Gut, warte, ich muss den Schluss noch. So, also. Gut. Handtuch. Handtuch. Ja. Dann die Wurst so ein bisschen aufschütteln. Und dann einfach von unten nach oben kneten. Nicht reiben. Ja. Und ich glaube, so wie ich gehört habe, wäre es am optimalsten, wenn ihr ein Mikrofasertuch nehmen würdet. Und nicht ein Frottetuch, auch weil es die Haarstruktur noch weniger aufreibt. Du tust bis zum Ansatz. Ja, oder? Wichtig ist bis zum Ansatz. Das ist auch mal ein kleines Problem, man vergisst, dass man hinten auch Haare hat und die sich auch noch locken könnte. Das vergisst, glaube ich. Genau. Du hast mit mehr mich gemeint. Unter anderem. Aber weißt du, es ist schon krass. Wenn ich es so mache, habe ich jetzt schon viel mehr Locken als sonst. Ich auch, schau. Also nein, ich habe schon immer so Locken. Aber du siehst jetzt schon, wie sich die Locken schön bilden. Das ist wirklich krass. Okay, gut. Ja, so weit. Und dann jetzt nochmal von Hand so ein einfach in die Haare noch mal ein bisschen Locken kneten. Hey, ich habe schon wieder Krämpfe in den Oberschenkel. Ich voll auch. Ich habe jetzt gedacht, ich sage nichts. Das ist ein Ohrenstreck.
lange Locken. Du hast Workout während dem Locken gemacht. Gut, dann können wir aufstehen. Immer den Kopf vorne unten lassen, das ist auch noch so ein Ding. Also, zeigen? Ja. Simona hat so ein Ding mitgebracht von Naturebox. Wo hast du es gekauft? Im Müller. Im Müller. Und es ist Feuchtigkeitsspray aus Kokosnussöl. Und ich tue ein bisschen von dem rein. Es schmeckt mega fein nach Kokosnuss. Und bei so Sachen eher unten in die Spitze und nicht oben an Ansatz. Ja. Auch wieder ein bisschen kneten. Ich glaube, es spielt ihm nicht so eine Rolle, ob der Spray haben oder nicht. Aber es gibt dem Haar einfach noch eine Feuchtigkeit. Das Wichtigste ist ein guter Schaum, der die Locken nicht verklebt. Ja. Ich weiss, wenn man sich so genau auf was schaut, weil wenn es starker hält, dann sieht es nachher so verklebt aus. Genau. Gell? Ja. Oh, ist das korrekt? Ja. Ist das? Stopp, stopp. Oh, ich sehe zwar nicht so viel, sag mal. Das ist gut. Also. Ich gehe eh noch einen Schritt hinterher. Also ich habe jetzt so eine Handvoll Schaum. Immer noch Kopf vorne runter. He? Und gut. Wichtig ist jetzt der Schaum nicht einfach so zusammendrückt. Es ist ja ein Schaum und wenn man ihn zusammendrückt, geht er gar kaputt. Nicht so, he? Gut. Und darum mache ich es immer so. Ich tue einfach so die ganze Hand ein bisschen so eindecken. Mhm. So ein bisschen zu viel. Und dann in die Unterpartie geht vorne. Vor der Stirn, he? Genau. Ja. Und da haben wir dann ein Rechtssystem. Da können wir uns einfach irgendwo rein. Dann auf der Seite. Vielleicht muss man auch schnell sagen, der Schaum muss für 4 Mal langen, oder? Ja. Es gibt 4 Partien. Ja. Jetzt machen wir linke Seite, oder? Mhm. Bist du schon rechts? Nein. Jetzt, ich bin schon rechts. Ja, komm. Ich halte den Schaum ein bisschen falsch auf. Mhm. Ich glaube, ich werde ein bisschen... Ja, das ist schon eine Philosophie. Die linke Mitte wird sehr prägnant sein. Gut, und dann den letzten Teil tun wir auch noch so. Auf beiden verteilen. Ja. Und dann den Hinterkopf. Schon mal fest zusammendrücken. Ja. Ich brauche auch sehr viel Kraft für das. Ja. Du hast noch das Fingerwerk. Ja. Gut. Und dann geht föhnen, nicht noch irgendwie viel Zeit verlieren. Ja. Es ist wirklich ein Gespass da. Muss man effizient schaffen. Ja, aber wenn man jetzt den Föhn einstellt, dann... Nein, aber vielleicht können wir schnell erklären, wie man es... Du hast doch noch... Siehst du mich? Ja. Kannst du es an mir zeigen? Also. Wie man es... Oder an dir? Vielleicht ist es besser an dir. Also, du musst aber mich positionieren. Ja. Jetzt ist gut. Also wichtig ist mit einem Aufsatz. Und ich habe einfach geglaubt, dass ich einen Föhn habe, wo der Aufsatz die Dinger ein bisschen eine Rundung unten hat, dass wirklich die Haare reinfallen können. Mhm. Und dann fange ich vorne an, dass ich so reinfahre. Und ich schaue immer ein bisschen beim Föhnen, dass eigentlich die Locken schon schön zwischen den Noppen reingehen. Und dann so gegen oben drücke und da tue ich so ein bisschen schütteln. Nie die Hand noch drin, oder? Weil ich immer mit der Hand bin ich noch drin. Ja, also ich tue wenn mit der Hand dann nur so ein bisschen da richten, dass alle schön reinkommen. Ja. Und dann wieder so schütteln. Ja. Und dann mache ich vorne, Seite, Seite, hinten und dann fange ich nochmal von vorne an. Ja, und also dann kann man immer hier 4 Partien, oder? Genau, so ja. Ein bisschen auf die Seite nachher und dann so noch rein. Ja. Und wie stellen wir den Föhn ein? Ich stelle den Föhn immer auf die höchste Hitze ein, aber auf die tiefste Stufe der Stärke. Aber ja. Das ist ein Geschmackssache. Man kann es auch. Ja, ich tue es nicht so heiß. Ich verliere das nicht so. Genau, aber nicht mit der vollen Stärke föhnen. Ich denke, ich kann es die Locken verblasen. Ja, alles klar. Genau. Also, Simona fängt mal an föhnen.
wir sind fertig. Mhm. Komm mal näher. Deine sind nämlich noch viel schöner als meine. Gibt es noch einen extra Tipp? Nein, ich glaube wirklich einfach sofort föhnen. Und wenn es so ein bisschen die Struktur hat, kann man es auch Luft trocknen lassen. Ja, dass man sicher einfach anföhnen, oder? Bis genau. So ein bisschen ja, Dings hat. Und vielleicht ist noch wichtig zu zeigen, das habe ich wirklich früher nicht gehabt. Hinten sind die Locken jetzt auch mega schön. Kann ich mal drehen? Sieht man das echt? Ja, das sieht man schon. Also das sind vor allem Simona ihre Geheimtipps, die sie glücklicherweise mit uns geteilt hat. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja.